Unsere nächste Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Es geht um Kenan, 24 Jahre alt, ein Junge mit Migrationshintergrund. Wie auch alle anderen Jungs mit Migrationshintergrund leiht sich Kenan gerne einen Mietwagen aus, über das Wochenende, um Mädchen zu beeindrucken. Das hat auch gut geklappt, doch dann sind sie zusammengekommen. Als Kenan mit seiner Freundin zusammengekommen ist, musste er sie weiterhin beeindrucken, also musste er sich den Leihwagen weiter ausleihen. Doch irgendwann war er natürlich pleite. Als seine Freundin bemerkt, dass Kenan pleite ist, hat sie mit ihm gleich Schluss gemacht. Kann diese Geschichte sich genauso zugetragen haben, oder ist sein Leihwagen voller Lügen? Entscheiden Sie selbst. Wow, es gibt so viele Leihwagen, die so sind. Das ist so ein Kanaken-Move, safe, 100 Pro, glaube ich. Das kann ich nicht sagen. Wäre schon typisch für Mädel, aber du hast so lange erzählt. Klingt gelogen. Sie ist wahr. Aber ja, sie war. Ja, war. Das war Kenan. Kenan, ich kenne ihn, er ist mein Freund. Zwar. Ja. Hat mir auch erzählt. Ist frei erfunden. Werfen wir nun einen Blick auf unsere heutigen Geschichten. Welche sind von der Wahrheit inspiriert und welche sind frei erfunden? Finden wir heraus. Kommen wir nun zu der Geschichte von dem vermieteten Auto und der geldgeilen Freundin. Hat diese Geschichte sich so tatsächlich abgespielt? Ja, war. Wäre schon typisch für Mädel, aber du hast so lange erzählt. Klingt gelogen. Hat sie, in Berlin-Kreuzberg 2017. Kenan befindet sich bis heute in einem Insolvenzverfahren. Geil. Aber ja, bleibt selber schuld, bleibt, als ob es nicht genug bleibt, Kachpass gibt da draußen. Existiert ein Unterschied zwischen Wahrheit und Realität? Oder sind das dieselben Hochstapler, nur verschieden angezogen? Die Chance beim Roulette, eine einzelne Zahl zu treffen, beträgt 2,7%. Und nehmen wir mal an, man trifft sie doch, geraten wir nicht schnell in den Bereich des Unfassbaren. In unserer nächsten Geschichte geht es um Kenan. Diese Geschichte ist nicht so schwach. Publert. Genau wie alle Jungs mit Migrationshintergrund leidet er auch. Publert. Komm mal mit mir jetzt mit. Als sie zusammen. Nicht mit mir langsam mit. Als das Mädchen bemerkte, dass Kenan pleite ist. Der Jobani Wrot, blöd. Scheiß Krankenwagen, Polizei, blöd.